Du musst jetzt catchen, gell? Das war das Catchen. Das muss jetzt richtig catchen. Das muss jetzt richtig sein. Power Sandwich, nur für dich, nach dem Intro. Es gibt genau ein. Genau. Es gibt genau eine Zutat in jedem Sandwich, wo das Sandwich richtig lecker macht. Das war scheiße. Die Idee war gut, die Umsetzung kacke. Weil, das sollte catchen, hat's nicht gemacht. Nochmal von vorne. Es gibt genau eine Zutat im Sandwich, die in jedem Sandwich dabei ist, die das Sandwich richtig geil macht. Nur diese Zutat macht das perfekte Sandwich aus. Welche Zutat das ist, zeige ich euch nach dem Intro. Wir haben ein paar Zutaten hier auf dem Tisch. Eine wichtige Zutat. Oder nein, ein wichtiges Gerät, wo wir das heute machen. Wir machen das heute nämlich im Opti-Grill und den würde ich sagen, müssen wir vorher erstmal anschalten, weil der muss jetzt erstmal aufheizen. Da haben wir eine Grill-Boost-Funktion, die wollen wir natürlich, die machen wir, die schalten wir jetzt an. Also wichtig ist im Opti, da gibt es Anschalter, dann steht hier Hello, my friend, do you watch sunglasses or Cocomelon? Und dann auf Grillboost, weil wir wollen Grillboost. Ich stelle das Ding einfach so her, dann sehe ich es und du kannst so rüberfilmen dann. Das können wir so machen. Genau. Und wir haben es nicht selber gekauft. Die Sizzle Brothers haben es uns geschickt. Vielen Dank dafür. Und wir haben noch eine andere bekommen, aber das Ding ist wirklich sehr geil. Ich darf das eine Wort jetzt nicht sagen, wo ich jetzt gerade sagen muss, wollte. Ein absolut sehr geile Soße. Probiert die mal aus, kauft die mal, testet die mal aus. Sehr, sehr geil. Hier haben wir ein bisschen Schweinenacken. Und wir marinieren jetzt das einfach mit unserer buttrige Kräutermarinade. Die packen wir jetzt einfach rein. Zack. Matschen die ein bisschen durch. Ausschauen tut es ganz giftig, aber schmeckt geil. So. Jetzt matschen wir das durch. Dann stellen wir die auf Seite. Lassen wir die einfach ein bisschen ziehen. Und jetzt fangen wir nämlich an mit unserer Soße. Wir machen einen kleinen Joghurt-Dip. Den mischen wir jetzt einfach ein bisschen so zusammen. Da haben wir im Bäcker hier einen Joghurt. Naturjoghurt, was machst du jetzt? Ein Löffelchen. Ah, der kommt da rein. Okay. Dann nehmen wir unser Knoblauch. Ich weiß, in der Soße ist schon ziemlich viel Knoblauch schon drin. Aber ich finde einen richtig geilen Dip-Kit einfach Knoblauch rein. Dann unser Gewürz. So, mischen wir das Ganze durch. Mit der Zeit hoffe ich, dass unser... Ah, wir sollten auch auf Vorheizen drücken, gell? Jetzt. So, drehen wir das Ganze durch. Dann nehmen wir nochmal unsere kräutige, buttrige Kräuter. Einen Schuss rein. Nicht so extrem viel, weil im Fleisch ist ja auch schon. Drehen wir das so durch. Stellen wir das Ganze auf Seite und machen jetzt unsere Peperonis. Also da schneiden wir eigentlich nur vorne oder hinten den Strunk ab. Die haben eine angenehme, leichte Süße, bisschen so scharfe. Ja, und jetzt heißt es kurz warten. Die hat gepiept. Wahrscheinlich habt ihr das nicht mehr bekommen, aber er hat gepiept. Das heißt, da steht jetzt schön dran, Speisen einlegen. Also falls jemand einen Opti hat, weiß, wie das funktioniert. Wenn jemand keinen hat, das ist ein kleiner Tischgrill, wo man eigentlich alles damit machen kann. Und der dir genau sagt, wann dein Fleisch fertig ist. Also ist genau richtig für mich, weil ich mag sowas. Und heißt jetzt Speisen einlegen, das machen wir jetzt den Deckel auf, nehmen unser Fleisch, unsere zwei Stücke und legen die einfach da rein. Zack, das andere auch. Machen den Deckel wieder zu und jetzt hat er eine Dickenmessung. Jetzt misst er genau, wie dick die Speisen sind und berechnet, berechnet genau, wie lange das Fleisch braucht. Mega geil. Dann habt ihr verschiedene Stufen, Medium, Rare, well done. So zeigt es an. Und genau mit Zeit. Also 1 Minute 12 und weiter und so fort. Also genauso richtige Ei für mich. Und wir machen es nicht komplett knusprig, sondern wir beenden jetzt den Garvorgang. Jetzt steht dann guten Appetit, aber wir können noch gar nicht essen. So, wir gehen jetzt aber auf Nachlegen, drücken nochmal gleich drauf. Jetzt heizt er wieder auf. Warum? Weil wir müssen unser Sandwich hier belegen. Also Sandwich war das jetzt ja nicht. Sondern wir haben hier ein Fleisch aufgelegt, aber geht genauso. Ah, halt! So, machen wir gleich wieder zu, dass es aufheizen kann. Schneiden wir erstmal Draschen runter, weil dann können wir unser Sandwich belegen. Jetzt nehmen wir von unserem Sandwich die Unterteile. Da Platz brauchen wir. Wir brauchen Platz. Nehmen wir jetzt ein bisschen von unserer
Creme, Marinade, nicht Marinade, wie nennen wir es denn? Dip, Dippe-Dip, doch Dippe-Dip. Schön, jetzt kommt unser Fleisch drauf. Das legen wir jetzt einfach schön. Schon wieder bereit zum Nachlegen, das passt perfekt. Gucken, muss ich bei mir auch noch was drauf tun. Sonst hat der Gordon zu viel, das wollen wir natürlich nicht. Dann nehmen wir unsere Zwiebeln, unsere Peperoni, schön drauf. Die teilen wir noch in der Mitte durch. Warum mache ich es jetzt unter den Käse rein? Dann schmilzt es einfach und haut uns nicht ab. Ganz einfach. Dann nehmen wir 2 Scheiben Käse. Unsere Sandwich-Scheiben, die geheime Zutat. Nur ohne das Sandwich wäre es kein Sandwich. Jetzt machen wir den Deckel wieder auf und packen unseren Sandwich rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und Deckel zu. Es war jetzt eine Minute drin. Wir drehen das aber. Ihr seht gleich nämlich warum. Guckt, das wird relativ schnell braun. Eine richtig geile Bräune. Aber wir wollen das einfach ein bisschen. Ja, einfach nur. Wie nennt man das? Ein Kreuzmuster. Machen wir nochmal zu. Warten nochmal eine Minute. Für ein Sandwich braucht ihr immer ein geiles Sandwich. Das ist ganz wichtig. Hört auf mit den kleinen Sandwich zum Kaufen. Kauft die American Sandwich. Die sind viel größer. Da kriegt ihr mehr rein. Schmeckt einfach viel besser. Macht es. Und dann habt ihr Spaß dran. Hört mit dem kleinen Kack auf. Das will gar keiner von den Gästen. Das will niemand. Da kommt man mit dem kleinen Ding daher und denkt, naja, okay, dann bin ich doch gleich fertig. Nein, macht einen großen, einen richtig geilen, schmatzigen Sandwich, wie der gleich ist, wo der rauskommt. Und eine Minute rum. Jetzt holen wir es raus, guckt mal an. Geil. Achso, darf ich nicht mehr sagen. Aber ich finde es trotzdem geil. Und das Wichtige ist beim Sandwich immer. Perfekt. So muss sein. Aber vorher Gerät ausschalten. Das heißt, draufbleiben. Gerät will ausgeschalten werden. Gut, ihr könnt das komplette Teil in Spülmaschine werfen. Nicht das ganze, nein, nicht das komplette Teil, sondern die, die Roste. Könnt ihr rausmachen, Spülmaschine werfen, sauber machen. Wer sich noch keinen Optiker gekauft hat und denkt sich vielleicht, vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich nehme im Winter extrem viel, weil ich muss immer runterrennen. Gordon muss nur hier rüber rennen. Da hat er nämlich alles da, weil hier Drehplatz und so. Habe ich mir den gegönnt. Bin zufrieden und mache da relativ viel drin. Unten gibt es einen Link. Könnt ihr ihn angucken. Guckt einen an. Vielleicht wollt ihr ihn ja. Schauen wir mal. Aber jetzt schneiden wir erstmal auf. Sandwich immer in der Mitte aufschneiden und von Ecke zu Ecke. So, schieben wir erstmal darüber. Noch was anderes. Geil. So, guckt euch das mal an. So muss das auch schauen, oder? Richtig, richtig geil. Geiles Sandwich. Jetzt machen wir noch ein paar schöne Bilder und dann steht der Gordon nämlich genau hier. Und dann gucken wir mal, ob die Geheimzutat auch so geheim ist. So ein Schmann, ey. Und unser Sandwich. Sehr geil. Reden wir geil. Und du brauchst auch nicht viel im Sandwich. Aber jetzt also ich probiere es so nee, und dann tippe ich dann. Ich tippe jetzt erstmal ein. Ein ehrliches, einfaches Sandwich. Mit Wumms und Geschmack. Absolut Wumms. Also, du vergisst das Hälfte da drin. Oh. Hm. Also den Dip müsst ihr nachmachen. Mhm. Aber da braucht ihr halt natürlich buttrige Kräutermischung. Grillmarinade von Sizzle Brothers. Wir verlinken es euch unten. War geil. Aber wirklich, Jungs, die ist mega geil. Die schmeckt halt einfach so, wie eine Kräuterbutter schmecken muss. Nur mal zwei. Wirklich. Ich finde, die hat mehr Knoblauchwumms wie die, die Knoblauchsoße von der Sizzler. Mhm. Die hat da weniger. Also da müssen sie nachbessern, aber die finde ich sehr, sehr geil. Mhm. Also die ist richtig geil. Und wenn du Bock hast noch ein neues Video, hier irgendwo ist mindestens ein Video verlinkt. Und ansonsten schaust du in unsere Playlisten rein. Da findest du mit Sicherheit alles Mögliche, was dich interessiert, was dir gefällt. Schau einfach rein. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wünsche dir noch einen richtig geilen Tag und schalte am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag wieder ein. Und zwar, wenn es wieder heißt, MG Barbecue.